Und willkommen auf meinem Kanal. Ich musste unbedingt zu Rossmann und zu DM und ich habe ganz viele tolle Sachen gefunden. Ich brauchte eigentlich nur Magnesium und wie das dann so ist, ja, ich brauchte noch was gegen Mücken und ich brauchte auch noch, ach, ich brauchte so viel. Ich zeige euch mal, was ich mir so alles mitgenommen habe. Ich war bei DM erstens. Und danach noch ganz kurz bei Rossmann, weil die liegen bei mir so ganz nah beieinander. Das ist total gefährlich. Ich zeige euch mal, was ich so Schönes mitgenommen habe. Ja, also da ist alles dabei, von Haushalt über ein bisschen Food, ein bisschen Kosmetik und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz kunterbunter Einkauf, so wie es halt auch üblich ist und was ich auch wirklich gebraucht habe. Also ich fange mal bei der Größe an. Erstmal, weil ich das jetzt hier alles auf den Tisch hingelegt habe, damit man nicht so ein Knistern und so eine komischen Geräusche hat beim Zeigen. Einmal habe ich mir so eine riesen Packung Tücher mitgenommen. Das kommt bei mir immer auf den Esstisch. Ich habe ja 3 Kinder zu Hause und natürlich braucht man dann immer mal ein Tuch für den Mund, um was abzuwischen, um was da unterzuhalten, wenn man jetzt einen Pfirsich isst oder so, wenn kein Teller zur Hand ist. Und dafür brauche ich einfach diese Tücher. Die habe ich immer und die kaufe ich auch überall. Sei es bei Lidl, wo ich gerade bin, bei Rewe oder so, immer diese Tücher. Dann hat mein Mann geschimpft. Ich habe ja von Aldi dieses Waschpulver. Nee, doch, Aldi. Warte mal, habe ich das bei Aldi jetzt gekauft? Ja, ich habe bei... Nee, das war bei Rossmann. Ich muss das einmal abfotografieren. Ich weiß es jetzt gerade selber nicht mehr. Ich habe mir so ein Eco-Waschmittel gekauft und habe das ausprobiert. Und ich war eigentlich soweit ganz zufrieden. Und mein Mann hat jetzt geschimpft. Er sagt, die Wäsche stinkt. Und dann sage ich, nein. Und dann sagt er, ja, das riecht nicht so gut. Und deswegen habe ich jetzt einmal Ariel mitgenommen. Einfach mal, um das vielleicht so zwischendurch mal zu benutzen. Oder für die Wäsche für meinen Mann oder wie auch immer. Also ein bisschen hat er recht, also das riecht nicht ganz so toll und deswegen das mal zwischendurch. Grundsätzlich ist es natürlich immer besser, wenn man ein bisschen auf die Umwelt achtet, aber das habe ich mir jetzt noch mal so zwischendurch gekauft, weil es bringt ja nichts, wenn da die Bakterien nicht abgetötet werden oder wenn es einfach komisch muffelt oder so, das ist dann auch nicht so schön und deswegen habe ich einmal Ariel mitgenommen. So, dann habe ich hier noch 2 große Packungen. Moment. Dinkel und Weizen. Und das kaufe ich auch immer sehr gerne, entweder bei Rossmann oder bei DM. Ich glaube, DM hat mehr Auswahl. Die Weizen bekommt man nämlich ganz selten. Und diese beiden Dinger, die mische ich immer gerne mit Reis. Ich habe ja einen Thermomix. Und da ist ja so ein Körbchen. Das kann man aber auch im Topf machen. Das ist total egal. Und da muss man einfach... Beispielsweise jetzt eine Hand Reis, eine Hand Dinkel, eine Hand Weizen. Könnt ihr alles zusammen mischen und wird genauso gekocht. 20 Minuten wie Reis. Das ist gar kein Problem. Und dann habt ihr so ein bisschen besseren Geschmack. Also es ist ja nun Geschmackssache. Also für mich einen besseren Geschmack. Ich und mein Mann, wir mögen das ganz gerne, wenn der Reis so ein bisschen, der schmeckt dann halt so ein bisschen anders. Und dann hat man auch noch mal ein bisschen mehr Ballaststoffe dabei, dann ist der Reis ein bisschen gesünder, weil wir mögen nicht so gerne diesen Naturreis. Aber mit diesen Sachen dazwischen schmeckt es einfach besser. Und ich koche auch gerne den Reis und dann brate ich ihn nachher in der Pfanne mit Gemüse oder Fleisch oder nur so als Beilage. Das schmeckt einfach super lecker. Und deswegen habe ich das jetzt noch mal gekauft. Das verbraucht sich dann immer irgendwann. Das hält aber eigentlich sehr lange. Okay, alles klar. Ja, dann habe ich natürlich Kokosöl mitgenommen. Das muss ich auch immer mal so alle paar Monate kaufen. Ja, ich brauche Kokosöl ja auch, um mein Deo selber zu machen. Das ist einfach für mich so das zuverlässigste Deo überhaupt. Ich nehme immer Kokosöl mit Natron und so ein bisschen ätherische Öle, Pfefferminze oder wie auch immer. Und das ist für mich gerade im Sommer das absolut zuverlässigste Deo, was es gibt. Aber Kokosöl ist bei mir auch zum Braten, zum Kochen, zum auf die Haut schmieren. Habe ich auch meinen Kindern beigebracht, meine Kleine besonders, immer süß, wenn sie dann irgendwas hat. Dann sagt sie immer so, Mama, ich glaube, ich brauche Kokosöl. Ja, mein Kind, komm. Und dann kriegt sie Kokosöl auf ihre Stelle. Finde ich immer gut. Kokosöl, da macht man immer irgendwie nichts falsch.
Dann habe ich eine Glückwunschkatze. Guck mal, nur 50 Cent. Ja, ich fand die einfach so, so, so niedlich. Ich muss nämlich jetzt bald zu meiner Freundin. Die hat Geburtstag und dann bekommt sie die Karte. Die fand ich so niedlich. Ja. Mit einem Geschenk. Ich weiß noch nicht, was ich ihr schenken werde. Schminke wollte sie nicht. Ich habe sie schon gefragt. Kannst du Schminke gebrauchen? Ich habe schon wieder so viel. Und sie so, nee, ich habe noch genug. Okay, alles klar. Ja. Ach so, ja, das passt ja dann auch irgendwie zum Thema Budeo und Kokosöl. Ich habe mir mal das hier mitgenommen, weil das war relativ günstig. Ich glaube 1,65 und irgendwie wollte ich das mal ausprobieren. Eine Deo-Creme mit Natron und das war so klein geschrieben, dass ich nicht lesen konnte. Also hier stand jetzt nicht mit Kokosöl. Alles Mögliche steht hier drauf und wenn man dann vergisst, seine Brille mitzunehmen, kann man das nicht lesen. Also kauft man das, was man lesen kann, Balea. Balea Deo Creme. Ich probiere die mal aus und werde euch mal berichten, ob die was bringt. Weil ich merke das ziemlich schnell, wenn ich müffel. Und ich habe früher immer nur, wie hieß das noch, Rexona genommen. Nur Rexona hat es bei mir geschafft, dass ich nicht müffel. Und dann Kokosöl. Ich hatte auch große Angst, damals zu wechseln mit dem Kokosöl. Ich musste zur Arbeit, es war draußen 30 Grad. Und dachte so, hoffentlich hält. Das hat mir noch ein Deo mitgenommen. Aber Kokosöl ist wirklich hundertprozentig sicher mit Natron zusammen. Und das möchte ich jetzt auch mal testen. Ob das genauso gut ist. Achso, ich lese euch mal vor, das ist mit Beeren, Himbeer und Magnelienduft, Entschuldigung. Ja, dann habe ich mir ein Deo auch mitgenommen. Ich weiß nicht, dieses Deo mag ich einfach am liebsten. Es riecht so toll wie dieser Alien-Duft. Es gibt ja so ein Alien, so ein richtig teurer, toller Duft. Und dieses Deo riecht ähnlich, es soll ein Dupe sein. Ich weiß das nicht, ich habe dieses Alien gar nicht, aber ich mag dieses, ja, wie nennt man das jetzt, Parfüm-Deo total gerne. Ich liebe das und das war jetzt lange Zeit nicht mehr da, das war verbraucht und irgendwie vermisse ich das. Ich brauche das einfach in meinem Badezimmer. Ich mache da mein T-Shirt mit oder ich diesel mich ein oder ich mache so mal im Badezimmer schnell einmal, dass es gut riecht oder ins Handtuch rein oder so. Ich liebe diesen Duft und brauche den einfach. Dann habe ich mir ja Fliegengitter gekauft, aber die fliegen immer runter, die doofen Dinger. Ich weiß nicht, warum die hier nicht halten und dann noch im Schlafzimmer. Und deswegen wollte ich das hier mal austesten. Das ist so eine Lampe und die verscheucht die ganzen Viecher. Und dann habe ich auch gleich noch das hier mitgenommen. Und da muss ich mal gucken, ob das gut ist. Ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen und hoffe, dass das im Schlafzimmer so effektiv ist. Ich habe mir auch schon Lavendelblüten gekauft. So toll, aber es hilft nicht gegen Mücken. Gestern hatte ich hier 10 Mücken im Schlafzimmer. Dann habe ich zum dritten Mal dieses Netz am Fenster festgemacht und jedes Mal fliegt es runter. Ja, und das liegt nämlich daran, dass ich da ganz lange ein Netz dran hatte und diesen Klebestreifen, den man immer so außenrum macht, der geht nicht mehr ab. Der ist so richtig fest. Habt ihr da vielleicht ein Mittel? Ich weiß nicht, wie ich das Scheißzeug da abkriegen soll. Wisst ihr, was ich meine? So fürs Fenster, kauft man so ein Netz und außenrum musst du dann so einen Klebestreifen daran machen und dann wird das Netz da so dran befestigt. Und dieser alte Klebestreifen, das war jetzt 2 Jahre oder so, hat das Netz schon gehalten. Und diesen alten Klebestreifen, den kriege ich nicht mehr ab. Und da wollte ich jetzt halt den neuen drauf machen oder daneben und irgendwie hält jetzt dieses neue Netz nicht mehr. Und ich hatte jetzt auch keine Zeit, das jetzt da stundenlang abzurubbeln. Ich brauche da einfach mal irgend so einen Tipp von euch, wie man diesen alten Klebestreifen abbekommt. Weil ich will die Fenster jetzt auch nicht ruinieren. Ja, das ist echt, manchmal ist man etwas hilflos. Ja, und deswegen habe ich mir das mitgenommen, weil das geht jetzt einfach am schnellsten da. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob die auch im Dunkeln leuchtet. Wie das genau funktioniert, ich meine, dass man das erstmal eine ganze Weile. Auf jeden Fall ist das für 30 Quadratmeter Räume. Und ich schaue mir das mal an und dann gucke ich mal, wie das ist und erzähle euch das dann vielleicht im nächsten Video oder so, ob das gut ist. Dann habe ich mich mega mäßig gefreut. Also das war so heute so die größte Freude. Ich habe mich echt gefreut, das gefunden zu haben. Echt gefreut. Endlich haben sie das in der Drogerie. Das hat ja lange gedauert. Jedes Mal muss man das bestellen und muss da gleich 20 € oder so ausgeben. Das sind wiederverwendbare Wattepads.
Da warte ich schon so lange drauf. Entweder habe ich sie immer übersehen, sie waren immer leer gekauft, oder es ist ein neues Produkt. Also bei meinem DM stand neu. Da war ein Schild neu. Ja, Reinigungspads mit Wäschenetz. Das ist gleichzeitig auch das Wäschenetz. Ist das nicht großartig? Komm, wir packen die mal aus. Ach, ich habe mich so gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hole mal einen raus. Das darf man da ja nicht. Oh, guck mal, voll schön. Ja, fühlt sich auch gut an. Ach, da warte ich schon so lange drauf. Das ist so ein doppelter. Damit kann ich so schön ein bisschen meinen wasserfesten Mascara abbekommen. Großartig, Ebeline. Also manchmal liebe ich Ebeline echt. Die haben immer so tolle Sachen so. Ganz toll, freue ich mich sehr drüber. Ja, und dann habe ich auch noch mal natürlich ein Augen-Make-up-Remover mitgenommen. Also ein Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up, pflegt die Wimpern und ist ölhaltig. Ohne Alkohol. Stimmt? Ja, stimmt. Den werde ich testen, weil ich mache ja jetzt einen, ja, Augen-Make-up wasserfest Mascara-Entferner-Test. Ja. Ah, dann habe ich ein bisschen Fehlkauf gemacht. Also ich habe mir die Dinger mitgenommen und ich wollte mir auch das für die Zähne kaufen. Aber ich habe immer so ein Plastikproblem. Ich denke immer so, irgendwie ist das doof, dass man was kauft, was man wegschmeißen muss danach. Ich finde das doof. Man benutzt das ein paar Mal, dann schmeißt man das weg. Und das finde ich doof. Aber ich hatte keine andere Lösung, weil ich muss mir ab und zu mal hier ein bisschen was wegmachen und hier ein bisschen was wegmachen. Und es ist jetzt nicht so ein Schnauzer oder so, aber so ein bisschen. Ne? Ich mag das immer lieber, wenn ich dann, ich mache ja auch Fotos manchmal und dann fühle ich mich wohler, wenn ich genau weiß, hier ist alles weg. Und da ist nicht so ein Schnauzer. Ja, und deswegen nehme ich immer die Dinger, weil mit denen kann man immer so richtig schön so zack, zack, fertig. Und eigentlich habe ich auch schon das Ding hier. Kennt ihr das? Das gibt es bei Rossmann für 3 Euro. Das ist so ein kleiner Rasierer und damit kann man so überall alles machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da habe ich ja nichts. Das haben ja nur die Männer. Und das geht immer schön schnell, aber die Augenbrauen kriege ich damit immer nicht so richtig weg. Und da dauert es auch immer so lange. Es ist irgendwie so eine komische Sache. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Aber das ist eigentlich ein Fehlkauf. Das seht ihr gleich, wenn ich euch den Rossmann-Einkauf zeige. Da habe ich nämlich was Tolles gefunden. Also hätte ich die gar nicht kaufen brauchen. Ja, dann habe ich auch was richtig, richtig Tolles gefunden. Und zwar das hier. Ah. Ich freue mich. Jetzt habe ich nur einen schmutzigen hier, den ich benutzt habe gerade. Tut mir leid. Der ist schmutzig. Ich zeige euch das trotzdem. Ich möchte euch nur so ein bisschen vom Weiten. Das ist die normale Größe und das ist, ne, die große Größe. Das ist ein riesengroßer Make-up-Schwamm, den ich total liebe. Der ist jetzt natürlich, ne, klein, weil er ja auch trocken ist. Ja, ich muss ihn sauber machen. Ich weiß, ich habe es vergessen. Ich sammle hier immer alles. Guck mal. Ich sammle immer meine schmutzigen Pinsel und meine Make-up-Schwämmchen. Und wenn das denn voll ist, das Kästchen, dann gehe ich damit in die Ecke und also zum Wasserhahn. Und dann mit der Aleppo-Seife wird dann alles gereinigt. Ich bin immer zu faul, das jeden Tag zu machen. Ja, ich bin ehrlich, wisst ihr. Und jetzt habe ich halt diesen, weil ich hatte einen so einen schönen Make-up-Schwamm von Maxim Giacomo. Das war mein Lieblingsschwamm, weil der so groß war. Und jetzt habe ich den hier. Und ich habe schon mal einen gekauft von Real Technique. Aber der wird auch nicht sehr viel größer, wenn ihr den nass macht. Der hat irgendwie so eine komische Hülle so außenrum, wie so ein Pfirsich, so weißlich irgendwie so. Ganz komisch ist der. Ich mag den gar nicht, benutze ich nie. Und der hier ist riesengroß und der hat nicht so was Komisches Weißes da außen rum. Und deswegen, wenn ich den nass mache, wie groß wird er dann? Hallo, den kann man so richtig mit so einem Schwämmchen, zack, zack, dann bin ich fertig, geht noch schneller. Also ich liebe ihn, ich liebe ihn jetzt schon. Ganz toll. Und dann bin ich noch zu Rossmann getigert, weil da hatten sie nämlich nicht das Magnesium, was ich immer brauche. Ich kaufe immer, immer, immer dieses Magnesium. Das sind so Beutelchen, kann ich euch zeigen. Da sind so Beutelchen drin, kostet so um die 18 Euro. In der Apotheke ist es teurer. Und ich habe mir in der Apotheke gefragt, was ist denn das beste Magnesium, was sie haben. Und da haben sie mir das hier gezeigt.
Und das wirkt wirklich, weil mein Mann fährt ganz viel Fahrrad. Und wenn er so Krämpfe hat, manchmal habe ich Krämpfe, wenn er sehr viel, also er fährt auch wirklich sehr viel. Und ich fahre nicht so viel, ne? Ich bin da so ein bisschen fauler. Und wenn er so Krämpfe hat, dann nimmt er immer eine so eine Tüte und dann nachher noch mal eine Tüte. Ich bin da immer rigoros, ich nehme gleich zwei Tüten. Wenn man zu viel Magnesium bekommt, dann muss man Richtung WC laufen. Das ist aber nicht schlimm. Der Körper scheidet das dann einfach nur gleich wieder aus. Ihr könnt es mit einer Tüte versuchen und wenn es dann nicht hilft bei Muskelkrämpfen, dann nehmt ihr eben zwei. Hilft auch bei Migräne und Kopfschmerzen, bei mir leider nicht, muss ich ehrlich zugeben. Schon tausendmal versucht, leider hilft es nicht bei mir. Aber ich habe es immer zu Hause, meistens sogar zwei Packungen. Das muss wirklich immer bei mir zu Hause sein, weil wie gesagt, mein Mann ist eigentlich aktiver Sportler und der braucht das einfach immer. Und ich nehme das auch, aber leider nicht regelmäßig. Ich bin echt zu dumm dazu, das mal regelmäßig zu nehmen. Ich quäle mich dann lieber nachts mit Krämpfen. Kennt ihr das? Man wird nachts wach und hat voll den Krampf im Fuß und du kriegst die Beine nicht mehr gerade und denkst immer so. Und dann denke ich immer so, morgen nehme ich Magnesium. Und was macht sie? Ich merke ja nichts am Tag, also nehme ich wieder kein Magnesium. Ja, so doof muss man erstmal sein. Ich ärgere mich über mich selber und möchte mir das gerne mal hinter die Ohren schreiben, dass ich endlich mal mein Magnesium nehme. Ich nehme es einfach nicht. Aber ich versuche, der Wille ist da. So, dann habe ich hier ein riesengroßes Ding. Das hier ist eine schöne große Schüssel, Salatschüssel, die man zumachen kann. Bei mir verschwinden mysteriöserweise immer Schüsseln. Bei drei Kindern sind immer Schüsseln weg. Und die hier hat so eine schöne große Größe. Und wisst ihr warum? Wenn man mal grillt, Kartoffelsalat oder Nudelsalat passt hier rein oder ganz viele Frikadellen. Man möchte mal was mitnehmen. Wenn man jetzt eingeladen ist oder so, man macht einen Salat, dann ist, hat die halt die richtige Größe und die Größe fehlte mir. Ich habe natürlich, ich bin ja 50 Jahre alt, ich habe natürlich schon öfter in meinem Leben so eine Schüssel gekauft, aber sie werden dann für die Meerschweinchen benutzt oder draußen zum Buddeln oder man nimmt sie irgendwo mit hin und sie kommen nicht mehr wieder. Ich weiß es auch nicht. Sie verschwinden einfach. Große Schüsseln wollen bei mir nicht zu Hause bleiben. Sie nehmen immer Reis aus oder werden entfremdet. So, ach ja, dann hatten wir ja dieses Thema mit dem Rasierer. Guck mal, das habe ich mir jetzt gekauft. Ich glaube, das gibt schon etwas länger. Ich habe das nur nie so richtig beachtet. Das hängt nämlich direkt neben dem Nasenrasierer. Und der ist doch perfekt für Augenbrauen. Warum habe ich die nie gesehen? Gesichts- und Nackenhaarenentferner. Ja, den will ich unbedingt mal ausprobieren. 3,99 €. Ist doch toll. Ist ein Produkt, was man macht, mal eine Batterie rein und hält länger. Dann muss man nicht immer alles wegschmeißen. Ich finde das immer doof, so Wegschmeißprodukte. Der hält bestimmt lange. Also den Nasenrasierer, den habe ich locker schon 3 Jahre. Habe mich selber gewundert. Ich denke so, noch mal sehen, wie lange der hält. Nächsten Monat kaputt. Nein, 3 € gekostet, hält locker schon 3 Jahre. Also ich warte schon immer. Ich denke immer so, irgendwann bist du bestimmt kaputt. Und das hat sich doch gelohnt. Überleg mal, wie viel Plastik wir da schon gespart haben. Also, ich hoffe, er ist gut. Habt ihr ihn überhaupt richtig gesehen? Der müsste dann auf jeden Fall bei Rossmann noch zu finden sein. So, dann habe ich noch was Tolles gefunden. Da wollte ich euch, oh, ist das eine schöne Farbe. Ich liebe ja diese Reihe, ne? Orenik. Orenik. Oh, ist das eine krasse Farbe in der Kamera. Ach, schön, so ein T-Shirt möchte ich mal haben. So, ich schnupper mal für euch dran. Das ist ein Duschgel. Pflegedusche mit Reismilch, strahlend schöne Haut mit Litschi und Weihrauch. Uiuiui. Und ich liebe ja sowieso die ganzen Düfte von denen. Die gibt es ja immer bei Rossmann und auch bei DM. Die Peelings habe ich beide schon ausprobiert, den orangefarbenen und den rosanen. Bin eigentlich süchtig danach, nehme ich nur nicht mit, weil ich immer denke, du hast ja noch so viel, was du aufbrauchen musst. Aber bei Duschgel hatte ich ja eine Ausrede. Ich habe ja kein Duschgel. Na doch, ich habe schon Duschgel. Aber so langsam verbraucht sich das auch wieder. Seht ihr dann im Aufgebraucht-Video, ich sammle schon wieder. Und ich möchte euch jetzt mal sagen, wie das riecht. Ich weiß es nämlich gar nicht. Das riecht ganz anders, als ich erwartet habe. Das riecht aber sehr gut. Aber anders, als ich gedacht habe. Es riecht so, ja, Tatsache nach Weihrauch. Das hätte ich ja nicht gedacht. Kräuterig, weihrauchig, wirklich Weihrauch. Ich weiß zwar nicht, wie Weihrauch riecht, aber es riecht nach Weihrauch. So stelle ich mir Weihrauch vor. Das riecht sehr kräuterig. Mag ich das jetzt?
Ja, irgendwie schon, aber bisschen anders als erwartet. Ich dachte, das riecht so schön wie die anderen. Das riecht nicht so schön wie die anderen. Riecht komplett anders, als ich das gedacht habe. Aber ich mag es trotzdem irgendwie. Aber es ist kräuterig. Also, es ist ganz, ganz anders als erwartet. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Duft, der mich umhaut. Nein, er haut mich nicht um. Aber die Flasche ist wunderschön. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das Rosane mag ich ein bisschen lieber, das Orangefarbene auch. Und das ist sehr kräuterig. Und damit habe ich nicht gerechnet. Obwohl sie ja nichts falsch machen, weil es steht drauf: Lychee und Weihrauch. Und ich glaube, es riecht nach Weihrauch. Ich kenne Weihrauch nicht, aber ich stelle mir Weihrauch so vor. So kräuterig, so. Ich kann jetzt nicht sagen lavendig, also lavenderisch, so in die Lavendelrichtung gehend. Aber wenn man jetzt Lavendel kennt, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Also ihr müsst Kräuter mögen, wenn ihr das hier mögen möchtet. Also ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Ist jetzt nicht so mega schlimm, aber irgendwie ja. So, und dann habe ich was entdeckt und das finde ich großartig und das musste ich einfach mitnehmen. Guckt euch das schöne Ding mal an. Ich liebe Schaum. Und im Moment wasche ich mich nach dem Abschminken mit Asam. Das Blaue, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und mit dieser von Misha, die Vitamin C-Creme. Beide liebe ich total. Einmal ist das so ein bisschen peelingartig, ganz leicht Peeling von Asam. Ganz tolles Produkt, liebe ich. Und einmal ist das so ein mit Vitamin C. Das nehme ich sehr gerne morgens zum Beispiel. Dann braucht man ganz, ganz, ganz wenig von Misha und dann ist auch schon so gelb und dann, boah, das ganze Gesicht aufgeschäumt. So, aber für abends möchte ich gern was Mildes haben und ich habe mir vorgenommen, ich gucke jetzt nochmal nach einem schönen Schaum. Ich werde auch nochmal bei Asam gucken, was ich da finde und möchte dann auch natürlich so ein bisschen vergleichen. Und ich finde nicht, dass das Schlimmes, wenn man ein günstiges Produkt nimmt. So meinte ich das nicht. Ich meinte, ich mag beides gerne. Ich mag manchmal etwas, ja, ich finde immer, Asam ist ja jetzt nicht teuer. Es kommt darauf an, ne? Kommt darauf an, für den einen ist teuer, für den anderen nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll oder wie ich das erklären soll. Manchmal brauche ich Asam, weil das so gut riecht, weil das so toll ist, weil das so mega krasse Inhaltsstoffe hat. Und manchmal ist mir so einfach nach was ganz Normalem. Ich glaube, so habe ich das am besten erklärt. Ich habe das gesehen und dachte gleich, das muss ich haben. Es ist ein Isana Pur Reinigungsschaum. Sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol. Ohne Parfüm, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mikroplastik. CodeCheck. Haben Sie schon gleich raufgeschrieben. Brauchen wir dann nicht mehr zu googeln. Ist für jeden Hauttyp und auch für sensible Haut geeignet. Ich konnte den da nicht stehen lassen. Ich fand den so, so, so toll. So toll. Davon gibt es noch so ein paar andere Variationen. Habe ich ein Foto von gemacht. Und den werde ich jetzt mal testen. Und wenn der gut ist, werde ich euch das so schnell wie möglich berichten. Weil das finde ich großartig für Leute, die Hautprobleme haben, die empfindliche Haut haben. Finde ich ein großartiges Produkt, wenn es das verspricht, was hier drauf steht. Werde ich testen, bin ich ganz gespannt drauf. Weihrauch, na gut. Ja, das war mein Einkauf bei DM und bei Rossmann. Und jetzt wünsche ich euch auch viel Spaß beim Shoppen. Vielleicht findet ihr ja auch was Schönes. Und ich hoffe, euch hat der Haul ja, so ein bisschen gefallen. Euch hat das so ein bisschen mitgenommen, so ein bisschen unterhalten natürlich auch. Und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und macht mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Schreibt mir unbedingt was in die Kommentare. Ihr seid ja alle sowas von super lieb. Nochmal Dankeschön. Und ich versuche auch immer, immer zu antworten. Manchmal dauert es ein bisschen, ich weiß. Aber manchmal fehlt mir einfach die Zeit. Und ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Was ich auch nochmal sagen muss, was ganz wichtig ist, glaube ich, ältere Videos schaue ich mir meistens nicht an. Ich bekomme keine Nachricht, wenn ich da irgendwie einen Kommentar bekomme. Ich muss also immer alle Videos durchgucken und dann immer gucken, ob dann ein Kommentar ist. Ich gehe dann zwar immer mal zurück und wenn ich ganz viel Zeit habe, gucke ich mir auch die ganz alten Videos an, aber es ist nie böse gemeint. Ich bin für jeden Kommentar wirklich dankbar und natürlich nur für die netten, lieben Kommentare. Ja, also lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Bleibt gesund und passt gut auf euch auch und wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag.
Bis dann, tschüss.